Ja, in der Theorie könnte ich hier so lang marschieren. Alles tot. Nee, komm. Gut. Alles mitnehmen. Ich dachte, hier wäre schon drin gewesen. Heilkräuter. Alles auf Futter, dann nehme ich wieder voll. Wir kennen noch keine Details. Bitte? Ich würde sagen, wir gehen einfach wieder. Ich bringe dir mal die Info. Natürlich gehen wir rein. Ich stelle Fragen. Hey, ein Toter. Bist du ja? Komm mal hier mal her. Leute. Das ist ein Missverständnis. Damit doch nichts zu tun. Unglaublich. Na gut, hat die Arbeit damit zu tun, aber was soll's. Ein Toter. Da, gehen wir aus dem Weg. Wo ist er denn? Schon beigelatscht, Trottel. Tatsächlich, der sitzt da. Da ist sicher jemand. Aufgepasst! Halt den Mund! Jemand will wohl verletzt werden. Ha! Was ist das? Informationen über meinen vermissten Mann? Ja. Dann schieß los. Ich bin's, Crowley. Für den Fall, dass du nicht zurückkommst. Du hattest recht. Jemand will deinen Tod. Will die Destillerie übernehmen. Die ganze Bottle Street Gang. Du kommst nie drauf, wer es ist. Hatte auch keinen Schimmer. Deshalb brauchte ich so lang. Wohl sicher gehen. Was ist das? Ah! Nein! Nein! Ah! Tja. Crowley ist tot? Schade. War einer meiner besten Männer. Aber du und ich hatten ein Geschäft und ich halte mich immer an die Abmachungen. Hm. Nimm den Schlüssel hier. Ist nicht für die Golden Cat, aber für den Captain's Chair. Ein verlassenes Hotel, seit die Seuche diesen Stadtteil besucht hat. Geh die Treppe hoch und dann aufs Dach. Von da aus kommst du ins Golden Cat Bordell. Okay. Siehst du? Slackshaw hält sich an Abmachungen. Danke. Ist wie die Männer, die die Stadt regieren. Vielleicht ein bisschen besser. Denk drüber nach. Hast recht. Vielleicht können wir uns noch mal helfen. Ich kann die Pendletons für dich erledigen. Leise und ohne Mord. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Ja, welchen denn? Die Cat feiert heute eine große Neueröffnung. Viele reiche Kunden. Auch ein Kunsthändler heißt Bunting. Hat einen komischen Geschmack, sagen zumindest die Ladies. Aber auch schicke Sachen in seinem Haus, gut verschlossen. Was ich brauche, ist die Kombination für seinen Tresor, Ui. Um das Zeug da rauszuholen. Auch die Pendletons wohnen da seit Monaten, weiß nicht warum. Also lungern da viele Stadtwachen und andere Soldaten rum.
Bring mir die Kombination, mein maskierter Freund, und dann erledige ich die Pendleton-Brüder. Tja. Ganz einfach, muss sie nicht mal berühren. Und ich verspreche dir, ich töte sie nicht und niemand sieht sie jemals wieder. Wenn das kein Geschäft ist, weiß Lecter es auch nicht. Wo gibt's denn Elixier zu saufen? Auf der Pirsch. 100 Pro. So, gehen wir mal ein bisschen zum Mampfen hier. Deine Kameraden habe ich vorhin angeschossen. Die mache ich, glaube ich, alle platt. Besser ist das. So. Halt die Augen auf. Wir haben Besuch. Ah, gut, die haben mich. Aber noch für mich. So, da schauen wir mal. Gibt's hier wieder Weine? Nö. Ein paar Tote. Vielleicht sollte ich die erstmal entsorgen. Das nächste Mal hier reinkommen, das hier. Ja, so. Dahin. Dahin. Einer ist verschwunden. Ich habe da noch zwei abgeschlachtet. Ja. Da bleibt sich die Frage natürlich. Was macht man jetzt? Lässt man denen den Job erledigen und dann machen wir es selber. Also ich bin dafür, ich mache es selber. Weiner und so ein Zeug. Sieht keine. Sind die alle wieder da? Hatte ich nicht beim letzten Mal erledigt. Da komme ich nicht so drüber. Ich hätte dir jetzt wieder die Frage, macht man da? Ja, da gehen wir mal rein. Das ist Kunst, knausige Art an Geld zu kommen. Armes Schwein, das ist nichts wert. Sind die nett? Oder? Nie im Leben. Ich glaube, ich habe das Ding hier im Haus meiner Oma. Komm mal hier, mal her! Was ist denn los? Och ja, komm, dann killt mich bitte. Ich dachte, die sind freundlich. Ich arbeite für euch, ihr Arschgeigen. Nochmal neu. Frechheit. Das ist Kunst, knausige Art an Geld zu kommen. Armes Schwein. Das ist nichts wert. Oder? So. Nehme ich doch direkt mal. 300 Münzen. Oh, das hört sich aber nicht gut an. Geister, haben sie gesagt. Geister. Leck, du Mistvieh. Na los, du, nochmal. Wir hätten hier nicht so eine dicke Tür, wenn dahinter keine Wertgegenstände auf uns warten würden. Da hast du recht. Rührt sich nicht. Keinen Millimeter. Ich hab mir noch die Schulter verrenkt. Hör auf zu heulen und probier's nochmal. Stell dir nur die Schätze dahinter vor. Die helfen über den Schmerz hinweg. Wenn du meinst, probier's doch. Na
Warum interessieren sich die Leute für sowas? Tja. Gleich wird jemand abgestochen. Hilf mir mal jemand! Ich schnitz dich ab! Warum muss das denn Gemetzel denn sein? Tja, und jetzt? Kombination. Woher? Mal hier in die Ecke parken. Neues Knochenartefakt, oder nicht? Robustheit, Tränke gegen etwas mehr Gesundheit zurück. Anhaltender Zorn. Ja, okay. Und das? Werfen brauche ich nicht. Ich werfe da nichts. Schieße. So, und sonst, was haben wir noch? Vitalität wollte ich haben, ne? Angriff, Beweglichkeit, Teleportation, Beherrschen. Was ist denn noch? Gibt es noch eine Stufe von Beherrschen? Nö, gibt's nicht. Haben wir schon. Maximal erreicht. Zeit verlangsamen. Schwarm, Windstoß. Ich weiß es noch nicht. Das heben wir uns noch auf. So, weiter geht's. Wie kriegen wir jetzt die blöde Tür auf? Ja, da steht ja nichts. Dann müssen wir ins Erdgeschoss. Hier mal runter. Gibt's hier nicht irgendein Buch? Öl auf Leinwand, ja. Da ist kein Gemälde mehr. Haben wir erschrocken.